So, da wären wir auch schon wieder im nächsten Duell. Diesmal mit meinem Main Deck, das ich auch zu Hause hier rumliegen habe. Genau, also nicht 1 zu 1, aber egal. Wir dürfen anfangen. Zumindest will ich anfangen. Dieses Deck ist eigentlich gar nicht auf irgendwas ausgelegt. Das ist einfach nur, hau den Gegner tot, bevor er dich tot haut. Und wir haben Synchro-Monster dabei. Ah, Königstiger Mengo. Eine schöne Karte. Ja, auch gleich mal rufen. So, alle Monster mit 1400 weniger ATK oder weniger werden sofort zerstört, wenn sie normal oder spezial beschworen werden. Flip-Beschwörungen gehen aber leider immer noch. Ziemlich kacke. Ah, Königstiger Wengu. Den habe ich vom Kumpel geschenkt bekommen. Oh, mit dem habe ich schon so viele Duelle gewonnen, ne? Also nur dank ihm habe ich so viele Duelle gewonnen. Es verwundert mich, dass ich bisher in meiner gesamten Spielzeit bis jetzt, ich habe nämlich schon den halben Tag hier gezockt, noch keinen einzigen anderen Königstiger Wengu gesehen habe. Weil der hätte das Burn-Deck ziemlich, ja, gefickt, möchte ich meinen. Weil die meisten Monster davon unter 1400 Angriff haben. Ja, vor allem dieser, der Königstiger Wengu ist auch extrem gut gegen Marshmallon. Das Vieh ist ja quasi eine unzerstörbare Einheit. Ein Abwehr. So, ich habe mir nur jetzt selber eine blöde Ausgangsposition geliefert, denn ich kann meine Gerümpel-Synchronisierer nicht rufen. Aber das macht gar nichts. Denn erstmal zerstören wir seine verdeckte Karte durch mystischen Raumtaifun. Was hatte er denn da? Miss Fortune, Slick One Face Monster, ja, Blink Control. Ah, okay. Naja, egal. Töten wir das Vieh, was da liegt. Los, Wengu, töte es. Ja, okay, keine Chance. So, und das war's auch schon mit unserem Zug. Denn wir können nichts beschwören, ohne dass es gleich von Wengu zerstört wird. Die vulkanische Königin hier ist ziemlich lustig, der Effekt. Denn diese Karte wird auf die Seite des Gegners beschworen. Oh, das könnte wehtun. Oder auch nicht, denn wir haben Sakuretsu-Rüstung. Na? Traut er sich? Traut er sich? Na komm. Komm, trau dich. Oh ja, das wird wehtun. Und jedes. Und ich könnte Monster opfern, um den Gegner 1000 Lebenspunkte Schaden hinzuzufügen. Nachteil ist jedoch, man bekommt am Ende des Zuges 1000 Schaden, wenn man kein Monster opfert. Also muss man schon vorsichtig mit diesem Effekt umgehen. Ich mache das gerne, wenn der Gegner irgendwie unter 4000 ist und ich mehr als 3 Monster auf dem Feld habe, dann opfere ich einfach alle 3 und töte den Gegner instant. Und man muss übrigens ein Monster für von seinem Gegner opfern. Er ist schon ziemlich lustig, die Karte. So, hier haben wir Waboku, damit lässt sich einmal Schaden negieren. Ich frage mich, ob ich die verdeckt legen kann. Ja, nice. Nee, nicht in Verteidigung. Du greifst jetzt erstmal schön an, Wengu. Los, ich greife deine Lebenspunkte direkt an. Batsche 80. Na, hat er irgendwas? Ah, magischer Zylinder, verdammt. Jetzt kriege ich die Lebenspunkte als Schaden. So ein Bastard, das hat er doch genau geplant. So, wenn er jetzt nichts macht, werde ich in der nächsten Runde meinen weißen Drachen beschwören. Den Klassiker unter den Drachen. Oh, das könnte wehtun unter Umständen. Leider tut er was gegen mein Wengu, nehme ich mal an. Oder? Oder gegen meine Verdeckte? Vielleicht verunsichere ich ihn auch mit meiner Fallenkarte hier. Ah, die Verdeckte. Nö, nee, brauchen wir nicht. Nein, nicht mein Gerümpel-Synchronisierer. Sein Effekt ist, wenn er normal beschworen wird, kann er ein Monster der Stufe 2 oder weniger, hier Stufen sind die hier, beschwören in offener Verteidigungsposition. Und ja, damit kann man halt den Gerümpelkrieger sehr gut beschwören. Oh, Angriff vereiteln, auch sehr nett. Ich denke mal, der weiße Drache wird jetzt auftauchen. Ich lasse mein Wengu in Angriffsmodus, bewusst. Denn sobald ich Angriff veralten spiele, ist die gegnerische Kampfphase vorbei. Ja, und dann hat er Arschkarte. Er hat auch eine Spezialkarte, entweder Fusion
Oder Synchro. Oder so ein XYZ-Monster, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das ist. Ich kenne die nicht. So neu, so tief bin ich nicht drin. Ich habe halt nur Synchro-Monster. Wir haben damals, also damals, als ich noch in Deutschland zur Realschule ging, haben wir immer am Morgen in der Pause, haben wir immer Yu-Gi-Oh! Gezockt. Und ich war einer der schlechtesten. Und ich muss sagen, hier in der Schweiz bin ich sogar relativ einer der Guten, der Besten. Also ich habe bisher nur ein, zwei Spiele verloren. Also sagen wir so, es war immer gleich auf. Oh, der Kaisergleiter, der ist auch sehr gut. Der kann nicht vom Monster mit demselben Angriffswert zerstört werden. Aber wenn sie zerstört wird, kann ich anschließend eine Karte des Gegners auf Hand zurückwerfen. So, dann greifen wir mal mit dem an, ne? Wahrscheinlich hat er irgendein starkes Verteidigungsmonster da drunter liegen. Nee, kein Waboku. Ah, oh, was bist du? Oh, also. Naja. Wengu, tu dein Ding. Nein, kein Waboku, danke. Und jetzt sind wir wieder gleich auf. Sehr gut. Ich hätte auch sein Monster opfern können für die hier, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich ihn dann noch direkt angreifen kann, weil er dann im Prinzip ein Monster auf der Spielfeldseite hat. Also es steht, glaube ich, noch unter meiner Kontrolle. Oder? Ich weiß es nicht. Das steht halt nicht da. Das steht nicht da, ob es unter meiner Kontrolle steht oder die des Gegners. Weil wir haben immer so gespielt, das steht dann unter meiner Kontrolle immer noch. Nur ich kann nicht direkt angreifen. Also, logisch. Aber ich denke, mein Wengu hält ihn ganz schön in Schach. Da unten liegen die Roten. Das hier ist übrigens hauptsächlich ein Mixdeck aus drei Structure Decks. Des Drachen Structure Decks, des See Structure Deck und des Magier Structure Decks. Und der Rest ist einfach wild ineinander gewürfelt. Nein. Ja, okay. Und Angriff. Na, geht auf jeden Fall schon mal länger als das erste Match, ne? Ich werde, wenn ich was raushaue und die Folgen zu kurz sind, werde ich zwei Folgen am Tag rausbringen. Ansonsten wird dann halt nur eine kommen, wenn es irgendwie 11 Minuten geht oder so. Außer es geht erst eine 6 Minuten und dann 11, dann kommen wieder beide gleichzeitig. Also das hier wird wahrscheinlich die zweite Folge sein, die ihr seht. Und der Typ hat aufgegeben. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Match. Bis dann, tschüss.